Hallo und herzlich willkommen zurück bei South Park, der rektakulären Zerreißprobe. Du kannst mit Zeitpools Glitch verfolgern. Würde ich mich verstecken? Wie auch immer. Nicht getroffen, doch, einen habe ich getroffen. Das reicht mir. Das sind eh keine Gegner, das sind nur Opfer. Er kotzt dich aus. Gerechtigkeit von oben! Zeig ihnen, was du drauf hast! Und das ist eine Menge. So. Das waren schon mal die ersten zwei. Sechstklässler können nicht sterben! Wir sind unsterblich! Nein, oh, wollt ihr kleine Viertklässler jetzt? Mikroaggression! Schlag ihn! So funktioniert das. Aber gut, dass mir das auch vorher gesagt wird. Alter, ich ist schon fast tot. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Gute Nacht! Gute Nacht. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ja, und ihr seid einfach nur ein Witz. Du solltest jetzt anfangen zu Diabeten. Zu Diabeten. Viertklässler versohlen, geile Sache! Na. Das wolltest du doch nicht wirklich machen, Dein oder? Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Ich bin drin! Okay. Nein. Treff keinen. Ich verlasse mich auf dich. Einfach nur die Zeit rumgehen lassen, damit wir ihn jetzt schaffen. Au! Geiler Scheiß! Geiler Scheiß. Das wird wehtun. Und wie das wehtun wird. Ja! Das nenne ich Gerechtigkeit. Was? Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Ja, ihr seid, wie gesagt, nur noch Opfer. Hast gewonnen. Und was kriegen wir dafür? Ein Sack mit Hundescheiße. Aber egal. Wir kommen weiter vorwärts. Na, Ma'am? Ich bin sehr volksnah. Gelegentlich gönne ich mir auch schon vor 7 ein Glas Rosé. Ja, Ma'am. Vielleicht würde ein bisschen Furzen meiner Beliebtheit guttun. Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Ich. Aber ich weiß nicht, warum ich dann für ein Foto mit Ihnen mache. Gut. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Ja, das tut sie. Hallo, das tut sie doch. Na, jetzt komm. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Ich werde aber nicht euch wählen. Das könnt ihr knicken. Im Namen des Bürgermeisterbüros. Aber ja, ich nehme gern an Social-Media-Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. Geht doch. Dankeschön für eure Selfies, Johnson. Prima, vielleicht... Nix prima. Wir machen nichts mehr. Okay, prima war's, aber das war's dann auch. Nein, kein Selfie mit dir. Kann ich hier? Okay, da sind wir wieder. Mal schauen, was da jetzt auf uns wartet. Selfie? Du bist nämlich nein, du quatschst immer nur mit uns. La la la. Hier war die Schnellreisefunktion. Das letzte Haus, oder? Ja, das letzte. Da wären wir. Hallo. Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Ja, Komm, ernsthaft? Ich wollte es schon sagen. Noch nicht freigeschaltet. Das wäre jetzt auch mies gewesen. Wenn die Fähigkeit einbauen. Ich habe einen guten trockenen Riesling, wer den ohne nicht mag, es einem mitzuteilen. Wie sagen die Franzosen au revoir? Au revoir. Hey, du bist doch das Super... Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause kommen? Es ist noch nicht Halloween. Ich hab keine scheiß Süßigkeiten. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ich will auch keine Süßigkeiten. Ich will ein Selfie. Nicht jetzt. Ich versuche gerade Bräute klarzumachen. Mann. Das hatten wir schon geöffnet. Okay. Aber... warum? So. Schnell gecraftet beides. Jetzt brauchen wir auch wieder Stoffballen. Ja, die bekomme ich doch hier.
Dach gereifter Käse. Hey, ist das nicht... Okay. Nein. Ah, ich muss da oben auf... Da, ja. Ach, verdammt. Dafür muss ich erst die Fähigkeit freischalten. Okay, wir könnten jetzt so einiges. Schräg mit Craig. Entweder das. Das. Ich hoffe, dass wir dann nämlich fliegen können. Oder er uns irgendwo da hoch hieft. Weil dann könnten wir so viele Punkte wieder erreichen. Das wäre so gut. Kann ich von Nutz behilflich sein? Ja, kannst du. Recht schaffen? Mit LB blendest du die Minikarte ein. Bitteschön. Dankeschön. Zack. Was haben wir denn hier? Ruf deinen kleinen Freund Scott, damit er für dich sauschwere Sachen wie das hier umwirft. Er hilft dir gern. Er hilft mir gerne. Ich purze ihn auch sehr gerne ins Gesicht. Hörst du etwa Diabetes? Ja, hörst du. Und... Achso, das rollt wieder ab. Okay, genug gequält. Los geht's! Oh, zeig, was du kannst. Bis später. Dahinter war noch ein Bild. Tweak and Craig, umgekehrter Lotus. Ich wollte zwar das eigentlich hauptsächlich haben. Kolossanzug. Mit Fäusten etc. Netter Scheiß. Der ist schon auf, aber... Hier sehe ich auch jetzt so nix, was mir noch was bringen könnte. Ich finde euch schon noch, Miezis. Ich will da rein. Danke. Aber da waren wir auch schon. Hier, Miez. Hier, Viertklässler. Jetzt geht's auf die 12. Zu spät gefurzt. Egal. Ich mach dich platt. Mikroaggression. Schlag ihn. Bam. Das hast du davon. Kartner geht schon beiseite. Sind so die Kleinigkeiten, die ist richtig schön. Jetzt wird gekunt. Jetzt wird gekunt. Okay. Nein, das auf jeden Fall nicht. Überleg grad, was machen wir? So. Platz für den Kuhn! Nein! Kleine Schritt zu spät. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Das ist kein Kratzer. Ich bin jetzt dran! Nein, du bist nicht dran. Das erlaube ich dir nicht. Dein Zug gehört jetzt Kuhnen. Jetzt setzt was! Und jetzt setzt das richtig was. Eigentlich können wir doch da stehen bleiben. Wir treffen doch eh beide. Wir haben überhaupt keine Chance! Nein, haben sie nicht. Du bist dran und der da hinten ist hoffentlich weg. Wie packt der Easy? Na klar, Sechsklässler. Was sind Sechsklässler? Nächste Behandlung gefällig? Die sind ein Witz für uns. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Piu, piu, das war ein Kinderspiel. Piu, piu. Ja, Sechsler sind echt Sechsklässler halt. Was will man da erwarten? Lasst mich doch einfach durch. Oh, das waren schon 5 Mikro-Aggressionen. Das ging schnell. Oh, wir kommen jetzt hier hin. Ah, die Lofts in Sodo Sopa. Hier habe ich eine Crackpfeife verloren. Von dem Zeug drehst du richtig durch. Okay. Gehen wir mal da hoch. Da ist ein Fernglas. Okay. Ganz anderes wieder. Ne, das ist nichts zum Einstürzen. Nur was auch immer. Was ist hier oben? Da ist das Fernglas und eine Armbrust. Oh!
Wer war das? War was? Hat einer was gehört, gesehen? Nein? Gut. Ich weiß auch von nix. Hier, Mizi. Hallo? Selfie? Kein Selfie? Blöder Idiot. Gesperrt. Hab so das Gefühl, hallo? Oh ja! Ui! What the fuck? Wahrscheinlich erst später, wenn die Lava weg ist. Okay, dann. Ah, hier könnten wir auch nachher hoch. Ah, ich war wieder so abgelenkt. Kaltshaun. Gut, dass du da bist! Hier drüben! Was gibt's? Ich helfe dir, wo ich noch kann. Aber halt dich. In der Küche? Im Hinterhof. Okay, im Hinterhof. Hallo? Hallo? Sag da hallo. Du kannst später zum Spielen rüberkommen. Na gerne. Aber warum später? Ich bin doch schon da. Bin wieder da. Oh, verdammt. Bin da, wenn noch. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja. Oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Besiege den Human-Kite-Doppelgänger. Erneut. Und dafür brauchen diese wir die ganze Barriere Queen ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt ihr hier nicht durch. Muss ich doch durchkommen, oder? Ja, kommt der Kohl! Durchprügeln wahrscheinlich, ja. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gottchen! Nein, nein, nein. Das sollst du nicht. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Hau rein, Neuer! Würde ich gerne, aber... Ah doch. Kriege eins zerstört. Hör mal los! Aber so sehen sein... So sehen keine Sensoren für mich aus, aber okay. Ich bin ja auch kein kleines Kind. Nimm das! Bam, bam. Wir können Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Mach sie glatt, mach sie platt. Ah, so Omega kommen wir. Crash extra! Ja. So. Da hätten wir die Lücke. Kuhn, Krallen raus! Ja, toll. Bringt mir jetzt aber gerade nichts. Treffe ich denn schon? Nein. Natürlich nicht. Hätte ja klappen können. So sorgt man für Schmerz. Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen. Haltet euch fest. Oh. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Versau das nicht, Blödsack. Wir wollen aber jemanden schwer verletzen. Das verspreche ich dir. Jetzt bist du. Captain Diabetes ist kampfbereit. Aktive Fähigkeit. Das war's für dich. Oh yeah! Okay, jetzt reicht's. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmael, schick ihn her! Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baum, Cousin Kyle! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel Cousin. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich rufe jetzt eure Mütter an. Alter. Auf sie, Tante Sheila! Besiege die Broflowski. Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Der sagt sich also los! Könnte mir nicht egaler sein!
Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal Manieren lernen! Ja, yeah, das ist Kyle hier! Auch dazu? Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit Deswegen meiner müssen wir die ganzen anzulegen, euch schlag ich tot! Versuch's doch! Beruhige dich! Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada! Da war ich schon. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Da war es nicht schön. Deswegen bin ich zurückgekommen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Und drauf. Alter, mir ist Bloske kann jede Runde. Nicht meine Mom, Arschloch! Kyle! Doch, immer auf deine Mom. Weil sie es verdient hat. Pass gut auf, jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen! Ja! Aua. Willst du das jetzt hier mal ernst, Super Craig? Schlägst du einfach kleine Kinder? Los geht's, Furzlaut! So. Das war's mit euch. Bitches. Du bist echt gut in dem Spiel. Klar, ich bin der Beste. Und da haben wir das Dweidel der Rache. Glaube ich, war's doch, oder? Ich war gerade so schon nebenbei als Nächster am Nächsten. Das ist wahrscheinlich ein Wort, um nichts rauszukommen. Alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht, Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe... es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Ach, Kacke. Wie kriegen wir den da runter? Ich weiß. Toll. Jetzt muss ich extra drauf warten. Ah, ich muss den auswählen. Aha. Oh, hey! Klasse Idee! Was? Ah! Wow, wow! Ja! Wir purzen uns da hoch. Dein Arsch steckt voller Überraschungen. Alter. Cousin Kyle. Wir haben es geschafft. Drachen. Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein. Ah, wir müssen uns auch wieder runterfurzen. Ich nenne es Furzkur. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkur schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Furzkur. Wir haben die neue Fähigkeit. Wo auch immer die Furzwinde uns hintreiben, wir werden es sehen. Das brennt jetzt vielleicht kurz, Bubele. Sei der größere Superheld, Cousin Kyle, und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Okay, okay, ich vergebe dir. Sagt Humankind aus dem alternativen Universum. Humankind aus dem anderen Universum. Oh, super. Bis später, Coolstagram-Kumpel. Bis später. Verdammt. Wir haben einen neuen Influencer-Freund. Scheiße. So ähnlich. So. Ups, ich wollte so machen. Ja, wir werden dich jetzt schon anrufen. Zwar hier. Da brauchen wir dich. Startbereit! Wow, solch Anmut und Perfektion! Ah, ich muss halt so spät drücken. Ich dachte, man muss das erstmal, wenn es beim Buchstaben ankommt. Trinkgefäß des Hipstertums und eine Hipsterbrille. Hm, dann wollen wir mal wieder runter. Komm, steig auf meinen Rücken. Dann mal los! Furze dich hinunter. Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria!
Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Ja, klar. Da. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Nein. Drogenfischen. Gerald auf dem Dach und irgendwas anderes. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Ich weiß nicht, ob ich das Selfie unbedingt haben möchte. Mr. Broflowski. Unser Band ist geknüpft. Sagen? Nein, willst du nix? Ja, das ist mein Dad. Das ist mein Dad. Total motiviert so. Kann ich auch nachvollziehen. Nachvollziehen, nicht verstehen. Wer möchte schon so seinen Vater erleben? Ich glaube niemand. Selfie. Sonst irgendwas? Da kann man auch mal. Hier, Mietzi. So, da waren wir. Wenn wir jetzt noch die Elektrofähigkeit hätten, da könnten wir so viel machen. Jetzt gehe ich gerade einmal die Straße ab. Vorbei, die Straße. Die gehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, ab. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt. Der Furzkur-Flugtransporter ist bereit. Bis dann, ciao.